vorgelegt. Unsere Demokratie bietet nun viele Mittel und Möglichkeiten der Mitgestaltung, sich zu freuen oder sich zu wählen, wie auch immer, auf jeden Fall mitzumachen. Es liegen die aktuellen Planungen der Landesregierung vor und die bewegen natürlich die Brandenburger und Brandenburgerinnen und natürlich auch ganz besonders in den Landkreisen und Städten, die natürlich besonders betroffen sind von diesem gesamten Projekt. Hallo zu Vlog Nummer 2. Erstmal vielen Dank für das viele Feedback, das ich bekommen habe. Das war zwar zum Teil diametral entgegengesetzt, also was so an Wünschen geäußert wurde oder an Dingen, die ich nicht tun soll, aber alle waren sich zumindest einig, dass ich weitermachen soll. Also mache ich natürlich weiter. Und heute sind wir also am Tag 2, Dienstag, und hinter mir seht ihr den Landtag. Ich gucke mal, ob ich ihn ins Bild bekomme. Ja, es ist 19.50 Uhr. Ich komme gerade vom letzten Termin und werde jetzt hier in meine kleine Zweitwohnung gehen, die ich ab und zu nutze, wenn ich mehrere Tage hintereinander in Potsdam sein darf. Ich hatte heute ein Gespräch beim Finanzminister. Das machen wir regelmäßig. Ich bin ja für Haushalt und Finanzen zuständig in der Fraktion. Und deswegen tauschen wir uns natürlich immer mal regelmäßig zu aktuellen Dingen aus. Und diese Woche steht eine Ausschusssitzung an. Die muss natürlich auch vorbereitet werden. Und davor hatten wir Arbeitskreisberatung und heute vor allen Dingen Fraktionssitzung. Und die stand ganz im Zeichen von der Unterschriftenübergabe. Heute wurden nämlich die Unterschriften der Volksinitiative gegen die Kreisgebietsreform hier im Landtag übergeben. Insgesamt fast 130.000. Eine immense Anzahl, hat alle Erwartungen übertroffen. 20.000 hätte man gebraucht für den ersten Schritt. Es gibt ja 3 Stufen für so ein Volksbegehren. Also wirklich eine immense Anzahl. Und wir haben heute in der Fraktion sehr heftig darüber diskutiert, wie damit umzugehen ist und wie das zu bewerten ist. Und ich bin zumindest der Auffassung, dass man dieses Ergebnis doch sehr ernst nehmen muss. Bei aller Überzeugung vieler Kollegen hier aus meiner Fraktion auch, die meinen, dass diese Reform wirklich wichtig für das Land ist, ist es schon so, dass man sich fragen muss, ob man eine solche Reform gegen so viele auch Verantwortliche in den Verwaltungen des Landes durchsetzen kann. Also da stehen jetzt einige Diskussionen vor uns, auch zu der Frage, welche Anpassungen jetzt möglicherweise noch vorgenommen werden, welche Kompromisse, welche Zugeständnisse noch gemacht werden. Das ist bei anderen Volksinitiativen ja auch so gewesen, dass man dann versucht hat, sich mit den Initiatoren zusammenzusetzen, zu gucken, wie kann man vielleicht einen gemeinsamen Weg finden, einen Mittelweg. Ich weiß nicht, ob das hier noch möglich ist. Ich glaube, das Tischtuch ist reichlich zerschnitten. Dass da ein Kompromiss denkbar ist, halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber ich glaube schon, dass es nochmal die eine oder andere Konsequenz auch und das eine oder andere Nachsteuern geben wird und auch geben muss angesichts dieses Ergebnisses. Ja, und das war schon eins der Hauptthemen heute hier im Landtag. Ich habe es auch gefilmt. Ehrlich gesagt werde ich nachher erst sehen beim Schneiden, ob ich das hinbekomme, das irgendwie in diesen Film hineinzuschneiden. Da muss ich noch ein bisschen üben. Also verzeiht mir, falls das nicht alles gleich klappt und alles so schick aussieht. Aber ich versuche das ein oder andere dann vielleicht in den Film mit reinzubekommen. Wenn es nicht klappt, seht ihr es dann auch im Ergebnis. Ja, der Tag endet heute jetzt aber auch noch nicht. Ich habe auch ein paar Stunden im Büro verbringen können, Gott sei Dank. Denn nach meiner krankheitsbedingten Auszeit warteten fast 2000 Mails auf mich, die ich in der Zeit nicht alle beantworten konnte und jetzt so langsam versuche abzuarbeiten. Das ist das eine, was ich jetzt weitermachen werde. Und morgen haben wir eine Arbeitskreissitzung, eine Klausurtagung sogar für den Innenarbeitskreis. Also der Arbeitskreis, der auch zuständig ist für das Thema Kreisgebietsreform. Und darauf will ich mich gut vorbereiten, genauso schon mal für die Ausschusssitzung am Donnerstag. Da tagt der Haushalts- und Finanzausschuss und da würde ich auch gut vorbereitet sein. Soweit für heute, dann seht ihr daran aber auch, dass so eine Tage entgegen der Vorstellung mancher nicht allzu kurz sind. Begann heute 9 Uhr mit der ersten Sitzung und wird dann irgendwann gegen 23, 24 Uhr heute hoffentlich enden können. Soweit zu Vlog Nummer 2 vom Dienstag. Wir hören uns bald wieder.